So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Und ich muss mir hier gerade erstmal so ein bisschen einen Überblick verschaffen darüber, wo wir eigentlich gerade sind, weil ich schon länger nicht mehr Anno 1602 gespielt habe. Und ja, wir hatten irgendwelche Pläne, denke ich. Ich glaube, ich wollte irgendwie an Tabak kommen. Dieser Insel ja gegeben wäre, auf dieser hier weniger. Oh doch, auch. Auf der wäre auch ziemlich gut. Was habe ich hier eigentlich? Tabak und Zuckerrohr. Also suche ich eigentlich nicht Tabak, sondern Weintrauben. Und da hat mir, ich glaube, irgendjemand eine geile Insel weggeschnappt. Ich glaube, die hier. Nö. Aber ich wollte diese Insel, glaube ich, auch für Selbstversorgung. Kann das sein? Ja, also ich weiß es persönlich gerade eben mal nicht. Und ich würde ja eigentlich Schiffchen. Kann man bis auf Weiteres eigentlich mal sowas sagen. So, und dann würde ich mal versuchen zu schauen, ob ich irgendwelche Bedürfnisse nicht erfülle. Ja, Alkohol. Kaufe ich, kaufe Werkzeug. Der könnte eigentlich in Ruhe wachsen. So, und hier könnte ich ja theoretisch noch Zuckerrohr anbauen. Ich bin gerade mal am gucken, ob das Sinn machen würde. Mein Zuckerrohr macht meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn. Aber ich könnte es zumindest tun. Also da und da, da hätten wir ein bisschen Überschneidung. Die machen das ja immer so, 2x2 Felder. Weil sie dann weniger Platz verschwenden. Theoretisch könnte man hier ein Zuckerrohrding hinbauen. Und hier ein Zuckerrohr hinbauen. Was ist denn eigentlich mein Auftrag? (lacht) 1500 Einwohner. Naja, das ist mutig. Und wie gesagt, ich war der Meinung, diese Insel hier oben, die war eigentlich noch offen und frei. Also eigentlich hätte ich die als Produktionsinsel und die als Wohninsel nehmen müssen, weil ich da oben wunderbar Lebensmittel produzieren kann und alles. Und auch Erz habe. Ja, vielleicht fangen wir die Insel irgendwann mal neu an. Aber ich dachte im Moment. Nö, ich dachte, die Dinger wären wirklich alle besiedelt gewesen. Wieso kenne ich eigentlich deinen. Deine Bedürfnisse noch gar nicht? Das ist eigentlich fast eine gute Frage. So, wie schaut's denn aus? Lebensmittel. Sieht eigentlich gut aus. Holz sieht eigentlich auch gut aus. Hier haben wir wieder einen Siedler. Das sieht eigentlich auch gut aus, denn. So. Bilanz ist nach wie vor positiv. Hier unten wollte ich auch noch irgendwas hinbauen. Da
Also natürlich nicht Gewürze. Aber ich könnte hier Zuckerrohr hinbauen und dann könnte hier... Also hier könnte man Zuckerrohr hinbauen. Und dann könnte man hier Zuckerrohr hinbauen. Ja. Da könnte man eine Menge Zuckerrohr hinbauen. Und hier könnte man noch ein paar Steine verbrezeln. Nicht, dass es hier irgendwas wichtig wäre. So, also eigentlich habe ich ja genug jetzt. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich die nächste Stufe befeuern. Indem ich ein Wirtshaus und eine Schule hinbaue. Wäre das denn richtig? So. Eine Schule würde 30 kosten und ein Wirtshaus würde 15 kosten, wären 45. Meine aktual... Gut, dann würde ich immer noch 10 Gewinn machen. Und dann würde ich mal gucken, wo könnten wir denn eine Schule hinbauen? Da. Würde passen. Und ein Wirtshaus könnten wir auch direkt neben die Kirche bauen. Ach, aber die steigen ja gar nicht auf, weil ihnen ja noch was fehlt. Wenn ihnen nur eins fehlen würde, also wenn ihnen nur Gewürze fehlen würde, dann würden sie aufsteigen. Da habe ich jetzt nicht geguckt. Ich habe gedacht, es fehlt ihnen nur ein, weil ich vorher diesen blöden Siedler im Kopf hatte. Aber es fehlt ihnen ja zwei. Es fehlen ihnen ja zwei Bedürfnisse. Das heißt, die streben gar nicht auf. So, also müssen wir hier wirklich Zuckerrohr hinbauen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na, warte mal. Ich bin nämlich gerade am überlegen, ob ich nicht doch mal in Ermangelung des Platzes hier, genau, nicht so ein Zuckerrohrdings bauen soll. Da müsste man daneben ja auch noch ein Zuckerrohrdings bauen können. So. Das würde dann ja bedeuten. Das würde doch bedeuten. 2, 3, 4. Dass wir hier komplett zu haben. Und dann will ich da oben gerne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau, das wäre dann der Streifen, den sie sich teilen und dann könnte man da oben quasi irgendwo Zuckerrohrfeld, genau. Können wir da oben quasi irgendwo diese Schnapsbrennerei hinpflanzen. Dann sind fast da, wo... Na, eigentlich da hin. Wie gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Vielleicht ist es ja wirklich nicht so dramatisch, wie ich das immer im Kopf oder in den Gedanken oder in der Erinnerung habe. Weil hier, wie gesagt, also 100% Auslastung. Okay, jetzt nicht mehr. Hier 100% Auslastung, das ist schon eine feine Sache eigentlich. Und ich habe eigentlich überlegt, ja, dass ich vielleicht mal offscreen so ein bisschen weiterspiele und dann halt so einen Zusammenschnitt von den Dingen mache, die da so passieren. Vor allem, wenn da was Spannendes passiert, weil ich glaube, jetzt wird es wirklich ziemlich langwierig. Ich glaube nicht. Der Gelbe ist halt auch heftig. Ich hätte wirklich gern seine Insel. Und ich weiß nicht, ob die zu Anfang nicht frei war. Weil so wie die aussieht, ist die wirklich einfach nix.
Aber ich habe halt kein Militär. Komplett kein Militär. Ich muss mich erstmal aus der Asche auf. 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der Weiße wäre unter dem Aspekt. Wollte ich gerade sagen, der einfachere Gegner, aber nein, das ist definitiv nicht. Der Gelbe ist definitiv. Ach, da ist niemand ein einfacher Gegner. Ich muss auf jeden Fall Krieg führen, weil sonst reicht mir das vorne und hinten nicht. So. Und dann würden wir doch immer sagen, Zuckerrohrfell. Einmal du. Habe ich überhaupt genug Zeug? Sieht so aus. Sieht so aus. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ah, die waren noch gar nicht ausgewachsen. Zack, dann legen wir dich nochmal schlafen. Dich nochmal schlafen. Ich weiß, ich mache da ein bisschen miese. Aber wenn wir dann Bürger bekommen, dann sollte sich das alles relativ schnell wieder normalisieren. So, ich glaube, jetzt ist gut. So, und dann gäbe es hier einen Handwerksbetrieb. Der da hieße Schnapsbrennerei. Und den würde ich eiskalt wirklich dahin bauen. Und davor machen wir aber den da. So. So, ja, wir warten immer noch auf unseren Schnaps, unseren Zuckerrohr, der noch wachsen muss. Leider. Weil das schon so richtig ausgewachsen aussieht eigentlich. Okay, jetzt ist es auch. Zack. Dann können wir hier bald Zuckerrohr hinbauen, also die Schnapsbrennerei. Eigentlich könnte man das so machen. Ach komm. Gut, sobald wir... Entschuldigung. Sobald wir dann eben wieder 2 Tonnen Zuckerrohr haben, dann würde ich da auch wieder die Schnapsbrennerei hinbauen. Jetzt müssten wir ja 2 Tonnen Zuckerrohr haben. Dann bin ich mal gespannt. So. Auslastung ist bei 34% und 42. Ah, ich wollte gerade sagen, wieso geht der nicht los? Aber er geht los. So, dann bin ich mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis die Siedler ihr Alkoholbedürfnis befriedigt haben, die alten Alkis. So, und dann sind wir hier bei 57%, 58%, 53%. So, wie gesagt, das System müssen wir jetzt halt ein bisschen laufen lassen. Wir haben noch keinen Alkohol. Der hat aber auch keinen Alkohol mehr. Das heißt, die Siedler sind schon ordentlich am Bechern.
So, das heißt, ich kann hier eigentlich auch schon wieder ordentlich die Steuern erhöhen. Der Alkohol geht zur Neige. Okay, da muss ich wieder ordentlich die Steuern senken.